Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evoland 2 nach der Besiegen der Krippe mit der UKK und... Es fehlt noch was. Moment. Ich hab doch gerade noch zu Hause gesessen. Du kannst mir nicht immer herbieben, du musst vorher Bescheid sagen. Jetzt wird aufgenommen. Herr Bloßgut saß ich hier im Klo. Ist mir schlecht. Aber ey, wir haben letztens hier so Ewigkeiten rumgesucht und dann... Wir waren schon auf dem richtigen Trip. Dieser scheiß Briefkasten, alle anderen haben abgeklappert. Dieser Schlüssel hat noch gefehlt. Aber naja. Es war dieser ganz lange Gartenschlauch gestanden. Und da waren so viele fette Pandas drauf, die waren zu viele. Und da war jetzt halt der Schlüssel drin. Ich hatte eigentlich noch vermutet, dass wir den erst zu dem kleinen Kind noch hinter dem Gartenzaun da bringen müssen. Aber wir haben... Na, ich hatte ja gedacht, dass wir irgendwie noch einen Brief oder so überbringen müssen an sich, dass wir vielleicht den Schlüssel dafür erhalten. Weißt du? Eigentlich schon. Dass wir vielleicht irgendeine Nachricht übermitteln sollen und als Dankeschön kriegen wir den Schlüssel. Deswegen eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Okay. Was? Ihr wollt unsere Geheimbasis betreten? Danke. Zuerst müsst ihr mir die 5 Schlüssel bringen, zu weisen. Ja, das kann man schon. Ja. Was? Ihr habt die 5 Schlüssel? Boah, ist das vielleicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. Meinst du die Wahl? Du willst hier vorne sein. Boah, so ein heißer Typ seid ihr. Ach ja, und von den letzten Kommentaren. Wir sind Geschwister. Ich bin nicht seine Freundin. Deswegen, wie wegen Steam, wir liegen nah beieinander, schon vom Namen her. Und wer es nicht weiß, es gibt da so ein Video, das verlinken wir euch mal oben. Da gibt's alle Infos zu uns. Das verlinken wir hier irgendwo, da. Alle möglichen Fakten. Genau. Da die Kamera links sein wird, wird's rechts sein. Also. Spiegelverkehrt. Also, da. Da. Nee, da ist richtig, da. Da oder. Da, ja. Keine Ahnung, irgendwo wird's sein. Ach, das ist doch das Nini-Nini-Nini. Kind. Nee. Er hat schon damals auch dickes Klopskind gemacht und von mir, ich bin der Babu hier. Yep, und der meint uns irgendwie hier zum Nahen halten zu müssen. Hehe. Das sieht aus, als ob er einen Rock anhat. Ein Dess. Was genau bezweckt der damit? Werdet ihr wohl aufhören, mir zu folgen? Geht's mit der Stimme oder so? Es geht schon. Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid, hier alles in unserer Basis zu zertrümmern? Ihr könnt die große Katastrophe ohnehin nicht verhindern. Ich bin die Katastrophe, Junge. Ihr werdet niemals bis hier hinkommen. Nee. Reiß dich hart zusammen oder ich lade deine Mutter zum Essen ein. Das Kind hat nicht mehr alle. Oh. Schieb. Okay. Also mal. Hat nicht ganz geklappt. Nur ein Stückchen. Find's. Gib Gott. Okay. Das ist dann wahrscheinlich der Dampf. Das ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist klar. Dann. Das wird durchschroten wieder. Das kannst du rüberschieben. Also da halt. Bevor wir das durchschroten, über das erstmal darüber, damit das da geblockt wird. Steht vor Aufstieg. Okay. Dann haben wir das. Das rollt bis komplett dahin. Das ist die Frage, lassen sich die kleinen Teile hier hochschieben? Nein. Wie genau? Oder bleibt das denn einfach da stehen? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, wenn du. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen puzzeln. Du da bleibst. Das bringt dem zwar jetzt nicht wirklich was. Aber du kannst sie immer bloß in die Seite nach der Richtung rollen, wie die liegen, oder? Ja, leider. Deswegen, wir brauchen irgendwas, um das Rohr hier zu blockieren, aber die Frage ist, wie? Weißt du, du bist ganz durch. Ah, okay. Genau. Kannst du es doch vielleicht rüberschieben? Nee, das müssen wir später nochmal machen, weil wir müssen das jetzt erstmal rüber, das hoch, das rechts und dann... Das geht schon. Was? Das jetzt quasi hier runter als Bremse, dann das wieder ran, das Ding hoch, rechts, fertig. So, pass auf.
Ich überlege mal, ob man das jetzt... Nee, das kann man noch nicht hier hochschieben, das kommt später. Das muss hier, dann kann das da hoch. Ich bin auf meinen Geist gerade stolz. Das da lang, du kannst wieder da hoch. Weil ich brauche keiner, ist einsam. So. Forever lau. Tränen am Rohr eingefügt. Okay, dann das noch darüber und dann noch was. Stevie? Hm. Ja. Achso, okay. Passt schon. Aha. Also war das praktisch da oben bloß zum Puzzeln? Ja. Ah, okay. Ich dachte, da kommt Dampf raus, aber Wasser macht schon mehr Sinn. Also laufen wir jetzt alle hier? Oder, ja. Auf! Okay. Hallo Zelda. Das heißt, jetzt können wir auch die Rohre wieder auseinandernehmen. Gott sei Dank. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwie da rein. Rüberschwimmen wir. Ich hab Rock an! Schaut, was ihr angerichtet habt. Ihr habt die 5 Schlüssel gesammelt. Ja. Ihr habt unser Geheimnis unter Wasser gesetzt. Nein. Ja. Alles steht unter Wasser. Ja. Und dann habt ihr noch meine Töpfe zu Scherben geschlagen. Nein. Nein. Ihr seid der große Zerstörer. Bam, bam, bam. Ich hab mich so weggeschmissen beim letzten Video mit dem Kind. Nun wird man aber... Also der große Zerstörer oder was, nicht nur weil wir ein bisschen so Wasser im Pool lässt. Na, ich schätze mal, wir haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Aber wir müssen den Propheten trotzdem aufhalten. Wir sind ihm in der Zukunft über den Weg gelaufen. Und darum habe ich keinen Bock gegen den Heid zu kämpfen. Er hat ganz klar eine Schraube locker. Super, Nelly. Sicher steckt dahinter die große Katastrophe. So. Von wenn wir schon... Also... Ja, Wally? Seht ihr diese Töpfchen über dem Wasser? Tröpfchen über dem Wasser schweben, Nino? Ich glaube, ich kann sie mit meinen Kräften gefrieren lassen. Das ist so von Harry Potter geklaut, Glacius. Ein Versuch ist es wert, meint ihr nicht? Ich traue dir noch nicht so ganz. Kleiner Moment, wir nur mal schnell gucken, weil es hier unten rechts auch noch weiter ging. Bloß was ich noch sagen wollte, wenn wir schon wegen ein paar Töpfen zerschlagen. Oh. Okay. Als großer Zerstörer. Danke. Wenn wir schon als großer Zerstörer bezeichnet werden, was ist denn dann bitte Link, der daheim steht und mit den Töpfen zerschlägt? Also. Keine Ahnung. Schreibt es in die Videobeschreibung. Kommentar. Nein. Das wird ganz schwer heute. Versuch mal, was in die Videobeschreibung. Ist dir mal aufgefallen, dass irgendein Peppo immer wieder einen Daumen runter gibt? Wow. Das lässt mich aber völlig kalt, solange die Likes überwiesen. Wer ihn findet, kriegt von Gott. Hä? Wer seid ihr? Warum tauchen heute all diese Leute in unsere Geheimbasis auf? Wollt ihr etwa die große Katastrophe verhindern? Ist das der Grund? Wer ist es? Oh. Den kennen wir doch. Den hast du so richtig episch gesprochen. Das klingt jetzt alles anders. Die große Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Nee, du hast so. Hä? Achso. Nee, hä? Also, ihr seid ein Dämon. Hä? Er hat euch eine Frage gestellt. Also antwortet ihm. Ich. Frisst mich nicht. Ich sag euch alles. Es war unser Plan, meiner und der meiner Freunde. Zum 50. Jubiläum wollen wir die große Katastrophe vom Stapel lassen. Aber es ist auch ihre Schuld. Die der Erwachsenen. Sie haben uns bestraft. Kein Feuerwerk, haben sie gesagt. Da haben wir überlegt, wie wir trotzdem alles aufleuchten lassen könnten. Und dann... Bam! Aber es ist alles viel schwerer. Du hast ja angesprochen, so. Das nennt ihr eine große Katastrophe. So ganz komisch, also so. Das nennt ihr eine große Katastrophe? Eine große Katastrophe ist es... So ein bisschen... so böser. Eine große Katastrophe ist es,
wenn euer ganzes Volk ausgelöscht wird. Genau. Wenn alles, was euch bleibt, der Zorn ist und der Durst nach Rache. Ja. Und jetzt zieh den Rock aus. Wir werden jetzt, weil ich jetzt viel auf ihn übergehe. Dankeschön. Wartet mal, wenn ich euer geiles Röckchen hochziehe. Die echte große Katastrophe wird kommen. Wenn ihr endlich eine Hose anzieht. Eine Katastrophe, die euch Niederlage und Demütigung kosten lassen wird. Eine Katastrophe, die Genugtuung für all die Verbrechen, die ihr Menschen verübt habt, einfordern wird. Ich werde mir die Haare blau färben. Wir haben die gesamte Energie dieses Ortes gesammelt. Nur ein bisschen noch. Noch ein kleines bisschen. Und noch ein Stück, und noch ein Stück, und noch ein Stück. Wer seid ihr denn? Die Neuen? Wer seid also diejenigen, die große Katastrophe auslösen wollen, ne? Die kennen wir doch. Nö, naja, egal. Ich hab euch einen Tag schon im Wald gesehen, aber anscheinend, naja, ein bisschen. Ja. Jetzt hat er den Text weggeschalten. Ach ja? Ich glaube tatsächlich, ihr könnt uns... Also, Entschuldigung, ich habe eine Mütze auf. Ihr müsst es lauter sprechen. Ihr glaubt tatsächlich, ihr könnt es bekämpfen, während wir bereit sind, für unsere Sache zu sterben? Ich glaube, ich habe falsch gelesen. Text! Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Großer Zerstörer, rettet mich! Oh, Scheiße. Wir gebieten euch... Der hat noch keinen... Egal. So, nö. Jetzt und hier und um die Zukunft zu bewahren... Spiel ich mal gerne. Das werden wir ja sehen. Albon Hulk! Wir kommen nun. Was sind das für Super Agents? Team Rocket? Hey! Wohin sind sie? Hey, hier hinter uns. Ich will auch mal. Ein Hinterhahn. Ich wusste doch, dass sie sie gefährlich sind. Die können uns nicht anhaben, denn wir sind... Die kaiserlichen Sondertruppen. Ich hab euren Einsatz vergessen. Oh, Scheiß. So wie der in aussieht, hieß der andere. Ja. Ihr steht unter der Rest. Na wunderbar, noch ein Haufen Dumme. Dank euch können wir diese Dämonen endlich aufhalten. Und Cookies. Cookies sind am schlimmsten. Dämonen? Niemand hat was von Dämonen gesagt, oder? Nee. Ich werde diesen Ohren anspüren, aber ich wüsste nicht. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann und zwei junge Damen. Hä? Menschen. Warum wir? Hä? Da sind sie! Wir haben schon Glück gegen. Blum! Sherry! Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. So. Warum sind wir denn die Verdächtigen? Das wüsste ich auch gerne. Nee, nö. Schnell, wir müssen sie aufhalten! Großer Zerstörer! Ich werde mich um die Sondertruppen kümmern. Du allein. Danke. Lauft! Ron, 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 Ron. Die kleine Pissnäcke ist nett, wie jeder. Ihr seid uns gefolgt. Schön. Geht nur, ich kümmere mich um sie. Jetzt kommt's. Passt auf euch auf. Mützengirl, du bist fällig. Also, wie wär's mit, etwas Spaß? Ja, können wir da springen. Achso, jumpen rein jetzt auch. Vorsichtig! Na! Ich muss jetzt. Ich muss erstmal reinkommen. Entschuldigung. Wollen wir fortfahren? Ja, bitte. Ja, das ist die Scheiße daran. Windows Einlassfunktion. Kann man irgendwie die Taste woanders drauf verlegen oder ich greife einfach nicht an? Weil das tut der Tastatur überhaupt nicht gut. Nicht wirklich. Kann man nicht. Ah, mit Steuerung geht's auch. Das ist schon besser. Friss die Balken! Ich krieg das nicht so. Du
wenn du die Kisten kaputt machst, kannst du leben oder so. Ich vermute mal. Ja. Muss ich jetzt echt von jedes Mal von Anfang an, bis ich zum Steckbein komme oder mit? Wie will kannst du deine Dings schießen, wa? Stimmt. Ich war jetzt dadurch abgelenkt. Das tut mir leid. Ja, ja. Ich will mal gucken, was Wally dann als super. Vielleicht friert die Eier? Das kann sein. Ich war lieber hier. Ich war. Oh, okay. Ja, dann. Na! Der jumpt immer so langsam. Weil ich kann nicht so. Das geht nicht. Ich wette, das mit dem Schlagen, das soll nur ablenken, weil. Ich hab einen Checkpoint. Wow! Ernsthaft? Kann ich höher ziehen? Nee, so komme ich nicht. Also ich müsste die oben zerspringen, dann könnte ich rüber. Das ist würde gehen. Das ist eine Arschfassung. Ich krieg das noch hin. Jawohl. Fortschritt. Jawohl, Speicherpunkt. Ich hoffe nur, dass sich das nicht so ewig zieht. Was? Ich bin jetzt ein bisschen Assassin's Creed-mäßig hier, finde ich. Ja. Achso. No. Sag das doch, das ist ein Scheiß, Bitches! Was? Sag das doch, dass das so ein scheiß Auftrieb ist. Das hab ich nicht gesehen! Nein, das hab ich zu mir selbst gesagt, quasi. So. Vor Wut. Auftrieb. Dank. Das konnte ich nur umstunden in meinem Leben. Dann einstunden später. Wir spulen dann vor. Viel Spaß. Hallo, genau ein Headshot, ey, guck hier. Vorsicht, Auftrieb. Ja. Gravitation und so. Aber so kurz vorher. Okay. Boah. Bleib doch mal stehen, Mädel! Oh, oh Gott! So ein bisschen übertrieben. No! Scheiße. Ich glaube, du musst nicht alle kaputt machen. Ich glaube auch. Soll man das denn machen, Alter? Ja, die Ene und dann die da drüber. Ja, das will ich ja, aber ich komme nicht. Ja, du machst es aber nicht! Ja, jetzt genau. Man muss hier zurückgehen, das ist doch. Boah! Ich raste die aus bei dem. Okay, hopp. Feuerbomb bitte. Feuerbomb. Okay. Keiner dazwischen juckt. So, Tricks. Schön ist, wenn man stupft, hat man das ganze Leben wieder. Oh. Scheiße.
Ja, wir schon hoch. Ja. 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 Okay. Zerstörung ist nicht alles, mein Lappen. Und was wurde denn die Siege von Kalli und Hüfte? Ich bin nur gejumpt! Weil der Auftrieb hat ja. Dann. Ja, aus rein von dir, ich werde seine Gegend wie essen. Mann! Ey, das ganz, ein ruhig, ganz. Ohrläppchen reiben und Bumisa. Ohrläppchen reiben und Bumisa. Du hast deinen Spaß, das will ich sehen. Ich schneide mit dir. Volle Möhre. Du Meier, ich probiere mal. Wie machst du, wie rennst du? Du musst mit Leertaste springst du, mit den Pfeiltasten adjustest du nur dein Tempo, mit Steuerung haust du. Aha. Nee, nicht nach rechts gedrückt halten, da gehst du viel zu weit nach rechts. Wenn du springst nach links, damit du schön Zeit hast. Okay. So. Genau. Nicht jetzt. Nur wenn du. Wenn das Bild zu weit vorne ist, ein Stückchen zurückkommt, so dass es immer ungefähr in der Mitte ist. So, hopp, hopp. Höher. Lauf, lauf, rechts, rechts, rechts. So. Schalt mal vorne, oder? Hallo, Mann! Mann! Hey, das ist mein Blutfleck! Oh, ein Penny! Nein, nein! Nicht die Windows-Taste drücken! Oh, guck mal, ich setze. Das ist so 3D. Du darfst mich kaputt machen. Mach mich. Geld auf. So. Ich sag ja, das Level macht aggressiv. Nicht doch. Und dann. Oh, man kann auch alles brechen. Man kann die Plattform rüberziehen. Gut zu wissen. Okay. Und hoch und. Ah, oh, fast. Oh. Hui, 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 hui. Zu. Zu viel. Du guckst wirklich von der Kante wie beim Ski. Wie mach? Wie vom Ski. Und dann V-Position. Ja, das ist beim Ski, damit du bei der Fliege kannst. Guck, Ski sprechen. Ja, 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 schön auf die Kante und hopp! Das ist doch scheiße! Okay, nicht ganz von der Kante, der Auftrieb muss mitkommen. Ja. Nee, man muss doch ein bisschen mehr dafür. Weil die Stelle ist echt scheiße. Der den wir die Wolle entwickelt haben, der ist nicht toll gemacht. Du musst irgendwie gucken, dass du aufs Dach kommst. Aber die Frage ist, wie? Dann kommt denn das Dach? Oh. Ja, die Tuse kommt auch aufs Dach. Ja, sie. Aber wir sind nicht davor programmiert, da hochzukommen. Ja! Erstmal. Leck mich doch am Arsch, ey! Warte, jetzt ganz früh, wenn du einen Scheiß schläfst! Schlüpfe! Ah.
Boah, bleib stehen und ramm hier endlich deine Brüste da. Fingsbobs in die Fresse, die soll schnell bleiben. Wir sind überhaupt nicht. Das macht mich aggro. Wo ist das mit? Ja, jetzt ist sie weg. Achso, das war sowas von Super Mario. Auf jeden Fall. Wo ist Prinzessin Peach? Wo ist Peach? Komm, wir wollen es knallen. Speicherpunkt, so. Jetzt hier aber. Jetzt gibt's Schelle. Komm, jetzt Pause. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Ja. Bis zur nächsten Folge, wenn wir uns wieder abrenken. Ciao. Ciao.